Moin zusammen. Heute ist es endlich soweit. Ich baue den AliExpress-PC zusammen. In der Zwischenzeit habe ich Karneval gefeiert und ich bin blöderweise irgendwann wiedergekommen und habe den kompletten Bums, Netzteil, alles was angeschlossen war, hier auf dem Tisch liegen lassen. Alles lag auf dem Boden. Die Katzen haben irgendwie gewütet und dann alles runtergerissen. Hätte ich nicht gedacht, dass es passiert. Das war drüber genau so, habe ich mit gerechnet und habe vorsichtshalber die Grafikkarte aus dem Slot genommen und hingelegt. Habe ich gut gemacht. Ich habe das Ganze noch nicht getestet. Ich gehe davon aus, es ist heile. Ich habe keine physikalischen Probleme gesehen. Dementsprechend werde ich das gleich einfach so verbauen und werde es erst testen, nachdem ich es eingebaut habe. Wahrscheinlich ein grober Fehler, aber ich habe keinen Bock nochmal zu testen. Was passiert ist, ist allerdings, der Lüfter ist abgeflogen und diese Klammern, eine davon ist weg. Ich weiß nicht, wo das Ding hin ist. Wahrscheinlich hat Ginger das Ding genommen, hat damit irgendwo gespielt und jetzt liegt es irgendwo unter dem Sofa oder sonst wo. Weil wenn sowas rumklimpert, so feine Sachen, die dann rumklimpern, da steht sie total drauf und dann rennt die mal damit durch die Gegend und spielt. Eine habe ich gefunden, die andere leider nicht. Dementsprechend habe ich improvisiert. Und wenn man es hier vielleicht sieht, ich habe einfach ein paar Holzschrauben genommen und dadurch gejagt. Und wie man sieht, das funktioniert überraschend gut. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut hält. Das hier war auch ziemlich verbogen. Das habe ich wieder einigermaßen gerade gebogen. Aber man sieht hier noch die verunreinigt. Die Sturzschäden. Es ist also weich gelandet. Es ist auf dem Kühler gelandet. Und der federt. Egal. Nichtsdestotrotz. Ich baue den Kram jetzt ein. Und dann sehen wir uns gleich, wenn der Rechner soweit ist. Kleiner Zwischenstand. Ich habe gerade hinten beim I.O.-Schild ein kleines Stück abknipsen wollen. Das I.O.-Schild hat gewonnen. Die Dinger habe ich bei AliExpress auch zufällig gekauft, weil die fehlen mir andauernd und das geht mir tierisch um den Zünder. Deswegen habe ich einfach mal so einen 10er-Pack für 3 Euro oder so mitbestellt. Und ohne Flachs, dieses Ding, was da übergeblieben ist, hat mich hier am Headset getroffen. Das ist fast ins Auge gegangen. Also, das hat richtig geknallt. Und das hat gegen den I.O.-Shield verloren. Das will erstmal was bedeuten. Das Ding ist richtig scheiße. Gabelbinder, ein dünner Gabelbinder, kannst damit durchknipsen. Kauft euch sowas nicht. Weiter geht's. So, ich habe jetzt mal den Festplattenkäfig ausgebaut und habe mir gedacht, ich baue noch zusätzlich eine 2 TB HDD zu meiner SSD ein. Man schraubt einfach die SSD auf die Innenseite, von Innenseiten Schrauben rein und anschließend die HDD von der anderen Seite. Problem ist, dass die hier auf diesem Platz kann ich die SSD nicht setzen, sonst habe ich die Schrauben, die auf die Platine drauf drücken und das wäre, glaube ich, nicht so geil. Setze ich sie allerdings auf den Platz am Rand, kann ich hier die letzte Schraube nicht reinschrauben. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber da ist nicht genug Platz, um die Schraube da durchzujagen. Heißt, die würde schief da reingehen. Es geht auch mit dreien, aber ich dachte mir, ich erwähne das jetzt mal, dass beim Gehäuse an der Stelle nicht richtig nachgedacht worden ist. So, das Ding ist zusammengebaut. Ich habe die Wände noch offen gelassen, weil ich noch einiges anpassen möchte. Kleines Vorabfazit. Kauft euch keinen billigen China-Scheiß. Was heißt billiger China-Scheiß? Kauft euch nicht irgendein Zeug bei AliExpress, um Computer zu bauen. Das Gehäuse ist in Ordnung. Ich hatte die eine Stelle mit der Schraube, die ich eben angesprochen habe, bei der Festplatte. Ansonsten kann ich an dem Gehäuse nicht meckern. Besonders gut gefällt mir, dass man besonders bei dem Nitro ATX Board da oben Platz ohne Ende, da kannst du ganz locker reingehen. Es sei denn, du hast jetzt hier einen super großen Darkrock oder sowas drin, aber bei dem ist es in Ordnung. Ich schalte ihn mal ein. Optisch sind wir definitiv gut dabei. Dem einen oder anderen, der ein bisschen Ahnung hat, wird jetzt schon auffallen, hier stimmt was mit den Lüftern nicht. Und zwar haben wir da und da zwei Lüfter, die in die Richtung pusten. Wenn ein Radiator vor ist, ist das auch vollkommen legitim. In diesem Fall ist hier zwischen Gehäuse Rückwand und den Luftlöchern, die nach außen pusten, ein bisschen Platz. Das heißt, da wird nicht so viel Luft rausgehen. Sondern eher von dem Netzteil dann angezogen, was auf der Rückseite. Die pusten halt in diese Richtung und hier ist direkt die Wand vor. Da geht ein bisschen was raus, das sind Löcher. Da sind Löcher. Aber nicht
so viel und die Löcher sind auch relativ fein gehalten, da wird nicht so viel Luft durchgehen. Das Netzteil müsste relativ direkt an den Löchern dran sein, um Luft anzuziehen, welches übrigens gerade auch nicht läuft. Das hat einen Modus, das nur läuft, um nicht so viel Krach zu machen, wenn es wirklich den Lüfter auch braucht, und pustet nach hinten raus. Aber ich denke mal, das wird von den Lüftern das nicht annehmen. Zumindest nur geringfügig. Warum habe ich das so gemacht? Ganz einfach, Optik. Wir haben hier extra diese Lüfter mit diesem coolen Effekt hier unten drauf gekauft. Daher habe ich das so entsprechend eingebaut. Ich hatte es schon vorher andersrum drin. Wir haben mittlerweile schon sehr spät, leider. Ich habe die komplett einmal drin gehabt und wieder rausgebaut. Das ist richtig nervig. Für die Zukunft, wenn man so viele Lüfter einbaut, erst die Lüfter, dann den Rest. Deutlich einfacher. Besonders hier unten. Die Lüfter hier unten drin pusten auf dem Boden. Da kommt auch Pusten hier auf dem Boden. Da kommt auch was durch. Es geht aber auch minimal was hier zur Seite weg. Das heißt, die kommen durch die Löcher. Alles, was nicht durch die Löcher kommt, kommt halt zurück und geht dann hier an der Seite weg oder wird jetzt gar nicht aufgenommen oder so. Irgendwie so funktioniert das. Auf jeden Fall, die Löcher sind sehr fein oder relativ klein. Deswegen kommt da nicht so viel durch. Es kommt was durch. Macht man normal auch nicht. Macht man normal auch nicht so, sondern man geht von unten nach oben. Auch nur wegen der Optik. Man muss dazu sagen, dieses Gehäuse ist gut genug belüftet. Das wird hier keinen Hitzestau geben. Das ist theoretisch, du brauchst keine 300.000 Lüfter da drin. Bei manchen hängt ein bisschen davon ab, aber hier sind mehr als genug Löcher drin. Hier werden wir keinen Hitzestau bekommen. Was habe ich noch gemacht? Hier sieht man es auf der Kamera. Ja. Hier war vorher ein Lüfter drin. Den habe ich entfernt. Einfach aus dem Grund, dass der Lüfter, der hier zwischen war, sau laut war. Sobald hier einer zwischen sitzt, ich will mit auf dem Bild sein, sobald hier ein Lüfter zwischen sitzt, macht das Krach bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch in den Fan-Mode rumprobiert. Das hat gefühlt keine Auswirkungen. Also das BIOS hierfür, zum einen habe ich gesehen, dass es denkt, es hat 5 PWM-Anschlüsse. Hier sind zwei drin und davon ist einer ein 3-Pin, also eigentlich nur den CPU-Anschluss, der steuerbar ist. Ich habe das entsprechend hier rausgenommen. Was ich noch interessant fände, was wäre denn, wenn ich den hier umdrehe und in die Richtung pusten lasse, sodass sie quasi so aufeinander gehen. Theoretisch haben wir dann ja hier einen Konflikt, aber dann hätten wir es noch ein bisschen leiser, weil wenn hier vorne was der Ziehende, der hier dranhängt, macht mehr Krach, als wenn einer dagegen pustet, ist mir aufgefallen dabei. Auf jeden Fall habe ich einen weggenommen, hat den Vorteil, dass ich jetzt diese Klammer hier nicht mehr brauche und gleich meine Bestellung wieder stornieren kann, wenn das denn noch geht. Ist natürlich dann ein Vorteil. Ansonsten ist noch aufgefallen, die BIOS-Batterie, die ich eingesetzt habe, war leider leer. Da habe ich jetzt eine frische eingebaut, frisch aus der Packung, die sollte lange noch halten. Bei den Lüftern habe ich schon mal, was war denn für ein Geräusch? Bei den Lüftern habe ich schon mal angesprochen, dass diese Dinger anscheinend irgendwie wackelig sind. Mit genug Hebel gehen die auch ab. Die sind wirklich nur drauf gesteckt, die gehen quasi so ineinander. Da ist dann hier so ein System, was das so zusammenhält. Ja. Genau. Jetzt muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Ich werde heute nicht weitermachen. Der Tag ist schon verdammt spät und es wird allerhöchste Zeit fürs Bett. Und ich muss den Kram auch noch schneiden, damit der morgen online gehen kann. Dementsprechend wird es hier noch einen dritten Teil geben, wo ich dann auch noch ein paar Benchmarks von dem System mache. Ja. Und falls ich sonst noch irgendwelche Anpassungen mache, werde ich das im dritten Teil auch vorstellen. Nichtsdestotrotz, wenn euch das gefallen hat und ihr die Benchmarks nicht verpassen wollt und einfach nochmal gucken wollt, was ich sonst noch so mit dem Ding mache, dann könnt ihr gerne den Channel abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.